Ja, moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Grounded. Ja, wir haben in der letzten Folge Larven gekillt. Einen ganzen Haufen Larven gekillt, damit wir endlich unser Amulett bekommen. Genau. Wir haben es ein paar Mal bekommen, aber einmal reicht es uns. Ziel ist es, wir wollen ja das Katana haben. Jetzt ist aber der Punkt, weil ich schon überlegt habe, ob mir vielleicht jetzt das Katana direkt holt. Aber warum sollen wir es uns so schwer machen? Der Speer ist jetzt bei der Stufe 7 angekommen. Und ich könnte rein theoretisch hochleveln, aber ich habe noch keine Minzjuwelen. Das bedeutet, für die Minzjuwelen brauche ich das Rezept. Ah, hier habe ich fürs Katana sogar schon vorbereitet. Brauche ich das Rezept und wir brauchen auch Glitzerkäfer. So, und das Rezept wiederum bekomme ich über den Termitenchip. Aber auch die weiteren Schleifsteine und das ganze Zeug, weil wir können ja im Moment nur Robuste herstellen. Und es gibt ja noch die obersten. Also, wo haben wir sie? Da. Die kann ich noch gar nicht, ja, zerlegen oder zu Schleifsteine verarbeiten. Die könnten wir eventuell in den Kisten finden, ist aber irgendwie ein bisschen blöd. Das heißt, wir werden jetzt gucken, dass wir mal ein bisschen durch die Termitenzone kommen und eventuell auch gleich den Chip holen. Ob wir jetzt den König schon schaffen oder nicht, ist mir wurscht egal, weil an den Chip kommen wir auch ohne den König. Schön wäre es, wenn wir es halt hinkriegen, ne? Das heißt, wir gehen heute hoch in die Termitenzone und werden in den Bau gehen, genau. Was sagt die Uhr? 10.04 Uhr? Ja, kann man machen. Ich werde nochmal ein bisschen mehr Heilung mitnehmen. Zwar nicht viel, die 5 Stück reichen. Haben wir 13 Stück, das sollte reichen für die obere Zone. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal los. So, dann hatte ich ja angekündigt, dass wir eine etwas längere Folge noch machen werden. Wenn alles gut läuft, muss ich jetzt wirklich so sagen, machen wir das morgen. Weil dann würde ich ganz gern morgen gucken, dass mir das Katana uns holt. Und das sind dann auch, bis wir das dann gemacht haben. Und ja, würde es morgen eine längere Folge geben. Aber da ist halt ganz wichtig, wie ich gerade schon gesagt habe, wenn alles gut läuft. Weil eben gerade kam mein Ersatzteil für mein Rack. Und das bedeutet, ich muss in meinem Studio ein bisschen räumen, basteln, umkabeln und machen und tun. Ja, also wenn alles gut läuft, schmeiße ich dann später meinen Rechner wieder an und es funktioniert. Oder halt nicht. Das wäre dann ein bisschen blöd. Weil wir haben ja auch am Sonntag wieder einen Stream. Da kann ich jetzt auch schon sagen, 18 Uhr geht es da wieder los. Definitiv. Ja, deswegen Däumchen drücken, dass nachher alles gut läuft. Und dann gibt es morgen mal ein bisschen längeren Content. So. Wobei ich sagen muss, wir sind ja über jeden Tag ein bisschen länger. Mal 30 Minuten, dann sind wir doch mal wieder bei 45. Es ist ja... Ja. So, und da seht ihr schon, Stufe 7 Speer. Damit kommt ihr so locker hier durch. Guckt mal hier die Bombis. Guckt euch das mal an. Guckt euch das an. Das ist schon geil. Deswegen, Ziel ist es, bevor wir zum Katana gehen. Klar, wir könnten es jetzt so auch wahrscheinlich schon erreichen und bekommen. Aber ich denke mir immer wieder, warum unnötig schwer machen? Den Termitenchip brauchen wir so oder so. Dann holen wir uns den erstmal und dann hauen wir den Speer sowie die Rüstung und alles, was geht, auf die Stufe 9. Und dann gehen wir da ganz gechillt und easy dran. Aber dann ist es auch definitiv, dass man es dann gleich beim ersten Mal schafft und erledigt hat. Deswegen, ich sage ja immer wieder, ganz gechillt an die Sache rangehen. Klar, wir hätten das Spiel schon 10-mal durchspielen können in der Zeit. Aber ich denke, das können wir auch anders. Wäre ja langweilig. Stellt euch mal vor, ich spiele... Wir haben das ja mal getestet, also so ein Run. Klar, da habe ich jetzt nicht alle Scaps oder sonst was, aber um rein Grounded zuzuspielen, durchzuspielen, habe ich mal einen Speedrun-Test gemacht und habe gerade mal so circa eine Stunde gebraucht und dann wäre das Spiel fertig gewesen.
Und das ist, glaube ich, ein bisschen blöd. Und wir wollen ja auch bauen und, ne? Stellt euch mal vor, das wäre dann 2 Folgen, eine halbe Stunde. Und dann wäre die Staffel rum. Das wäre ja langweilig. Also machen wir das wie gehabt. So, das heißt, wir gehen jetzt erstmal zum Termitenbau. Ich weiß auch, die Termiten haben eher den Schaden mit salzig. Aber das müssten wir mit dem Speer und mit der Armbrust auch ganz gut hinkriegen. Irgendwie kloppen wir uns da jetzt durch. Nur, ich wusste jetzt nicht, was wir uns passend salzig machen sollten. Sonst immer habe ich die Axt auf salzig gemacht. Aber ich denke, wir kommen auch so durch. Und Termiten sind ja auch die Tiere, die wir dann nie wieder brauchen. Ah, es reicht nicht. Es reicht noch nicht. Die Armbrust muss noch gelevelt werden. Ah, jetzt ist er weg. Nee, da hinten ist er noch. Shit. Ja, geil. Habe ich jetzt so nicht erwartet, aber ja, wir haben unseren ersten glitzernden Käferpanzer, ja. Okay, hat funktioniert. Aber auch nur, weil er da festgehangen hat. Hatten wir die eigentlich schon gepiept? ich glaube nein. Weil die müssten bei harmlos sein. Und da sehe ich sie jetzt. Nee. Okay, beim nächsten müssen wir mal piepen. So, und auch hier die Brutzellarven sind auch nicht mehr so das Problem. Viermal mit dem Speer und schon platt. Das ist geil. Das ist wirklich geil. Bei den Termiten müssen wir jetzt mal gucken, wie gut wir da durchkommen. Komm mal her, du Termite. When our house got tented for termites, my grandma made us eat every last bit of food so we didn't have to throw it out. Ah, es geht. Es geht vom Schaden. Es geht. Okay, das wollte ich getestet haben. Dann sind wir so frei, nehmen hier gerade mal die Splitter noch mit. Dass wir dann auch bald die Splitterpfeile herstellen können. Ja, die brauchen ein bisschen länger, aber geht auch. Ach, das passt. Kriege mir hin. So, das heißt, wir gehen einmal hier hoch. Weil wir wollen ja in den großen Bau, nicht in die kleinen Dinger. Die werden wir nach und nach auch nochmal ablaufen. Aber Ziel ist es jetzt erstmal da oben in den großen Bau rein. Jetzt muss ich mal gucken. Hier war das Blatt. Ich hoffe, dass das hier richtig war. Hier ist einmal der. Weil es gibt ja noch den Rucksack. Ich glaube, der lag hier. Ja, da liegt er. Den nehmen wir mit, weil da sind nochmal Käferpanzer drin. So, das heißt nochmal runter und nochmal hoch. Sehr geil. Deswegen, es wird Zeit, dass wir uns den Typ da drin holen. Dass wir auch was mit den glitzernden Käfern anfangen können. Und ich glaube, wir brauchen noch Punkte. Ah, 2600. Das könnte das Rezept geben. Nehmen wir auch gerade mit. Am Anfang sind halt die Splitterpfeile. Umso mehr Holzsplitter wir haben, umso besser ist es, glaube ich. Ah, das ist so blöd, wenn es jetzt da drin liegt. Finden wir es nie wieder. Ah, da liegt noch eine. 18 Stück haben wir schon. Sehr geil. So. Jetzt kommen erstmal Spindchen. Oder auch nicht. Die haben keine Lust. Das ist so blöd gemacht hier. Dann gehen wir erstmal hier rein, weil hier liegt ein Zahn. Oder steht ein Zahn. Und da sind noch die Spinnchen, die nehmen wir auch gerade mit. Oder? Sehr gut.
blödes Vieh. So, alles mitnehmen, was man mitnehmen könne. Ich höre schon die Wolfies. Die lassen wir da oben in Ruhe rumlaufen. Das sollte uns jetzt nicht irgendwie abhalten von irgendwas. Dann nochmal Splitter. Ah, das ging besser. So, alles mitnehmen. Und dann im Termitenbau werden wir jetzt einiges zu kämpfen haben. Vielleicht kriegen wir auch die eine oder andere goldene Karte. Wäre ja geil. So. Das heißt, hier können wir wieder raus. Dann holen wir uns einmal den hier. Da seht ihr auch, das geht mit dem Speer schon super. Deswegen nutze ich am Anfang den rostigen Speer mit Minze. Liebend gerne, weil man so viel einfach platt machen kann damit. Ist schon geil. Sagt der Nächste. Wolfi will ich noch umgehen. Also da habe ich mehr Bock drauf, dann mit dem Katana zerlegen. Ist viel einfacher. Wir haben ja schon getestet. Schaffen tun wir es auf jeden Fall. Aber das Schöne ist, man hat ja hier die Wahl, mit wem er kämpft und mit wem nicht. So, lag hier nicht auch noch was dahinter? Nee. Tschüss. Ja, komm her. So. Ja, Wolfi kommt natürlich jetzt hier hin, wo wir gerade hier rumlaufen. Müssen wir sie doch noch killen, oder wie? Soll eigentlich die Heiltränke noch aufheben für andere Geschichten? Wir machen aber mal den raus und Giftschutz rein. Dass wir zumindest schon mal ein bisschen safe vor der Wolfi sind, sollte die jetzt kommen. Weil jetzt haben wir noch ordentlich drauf zu prügeln auf die Wolfi. Aber dann später mit dem Katana zwei Schläge Wolfi platt. Oder drei Schläge. Und ich spiele zwar nicht gern mit Zweihandwaffen, Katana ist ja auch Zweihand, aber Katana ist halt hier unten ein Gamechanger und wir werden das Katana ja auch nicht lange haben, weil wir dann bald obere Zone und viel, viel, viel weiter mit anderen Sachen vorangehen. Aber es ist halt der Gamechanger, was unterer Garten angeht. Oberer Garten, alles... Ich würde sogar sagen, die Hauptwaffe für den oberen Garten muss frisch sein, also minzig. Weil da haben wir die Ameisen, die Feuerameisen, die haben das Schadensmodell. Und die sind ja da oben in Überhand, also Ich glaube, Wespen sind salzig gewesen, ne? Du hast sie nicht all. Hau doch mal ab, Mensch. Ist halt doof, wir haben sie jetzt vor der Tür. Ah. Wir haben sie jetzt vor der Tür sitzen. Vielleicht sollten wir die eine doch platt machen. Weil jetzt läuft sie dahin, wo ich jetzt wieder farmen gehen will. Das ist doch doof. Ach, Wolfi, Wolfi, Wolfi. Den habe ich unten auf der 6, okay.
Ah, komm. Ein Schlag noch. Und wir haben sie. Okay, die sitzt irgendwie irgendwo hier unten drinne. Ich wollte schon sagen, es sind doch normal zwei Wolfis, die hier unterwegs sind. So, hier war nichts, okay. Aber dann nehmen wir hier vorne schon mal das würzige Zeug mit. Die Wolfi macht mir gerade hier Gedanken. Wo ist die? Hey, die läuft unten im Termitenbau rum. 100 Pro. Aber man hat schon gesehen, es ging jetzt schon einfacher mit Wolfi. Aber Mutation ist immer noch auf der 1, ne? Ja, da müssen wir so noch ein bisschen killen. Gut, dann machen wir mal unser Helmchen. Dass wir Licht haben. Natürlich nehmen wir auch die Splitter mit, wenn es geht. Komm doch her. Blödes Mistvieh. Was halt hier auch ein Trick ist, was ich sonst immer gemacht habe, ist mit der Armbrust vorgehen und dann den Gang immer wieder rückwärts laufen. Also ich kann es euch mal zeigen. So macht man das eigentlich auch recht einfach. Geiler wäre es natürlich mit Splitterpfeilen. Die haben wir aber gerade noch nicht. Wird es auch jetzt bald geben. So, jetzt. Die ist aber ganz schön eilig unterwegs. Das heißt, immer drauf schießen und zurücklaufen. Da können die euch eigentlich in der Zeit nichts machen. Aber wir haben ja gesehen, mit dem Speer geht es mittlerweile auch ganz gut. Also machen wir das auch so. Pfeil, komm mit. Termiten sind sich deiner Anwesenheit bewusst. Ist ja schön. Jetzt müssen wir halt aufpassen, weil jetzt sind es ein paar mehr. Und durch die Kriegerameisen bzw. Soldatenameisen sind wir jetzt ein bisschen slow. Aber wenn ihr mehr habt, können wir ganz gut so tricksen mit der Armbrust. Ja, und gucken, dass wir nicht gerade irgendwie festhängen. Okay, das haben wir. Wir haben jetzt erstmal ordentlich was zu schnetzeln, weil hier kommen sie. Hier sind bestimmt 30 Stück drin hier drin. In dem ganzen Bau. Ihr seht schon. Und die nächsten. Klar, hätte mir jetzt einen Speer, der auf salzig ist. Also ihr könnt natürlich euch auch vorbereiten. Dann empfehle ich euch aber auch wirklich wieder einen rostigen Speer. Den nochmal in salzig. Dann kommt ihr hier halt noch schneller voran. Ne? Das hätte man auch machen können. Ich habe es mir halt jetzt hier mal gespart. Und gerade bei dem rostigen Speer muss ich echt sagen, rein theoretisch könnt ihr den in alle Variationen machen. Würzig, minzig, salzig. Mit dem räumt ihr wirklich saugeil auf. Ja, die sind von mir jetzt genervt. Super, die greifen bald an, ey. Komm her.
Okay, das sieht auch schon ganz gut aus. Oh. Hängen geblieben. Aha, aha. Oder auch nicht. So, dann sammeln wir erstmal hier ein bisschen ein. Also den Rost brauchen wir jetzt nicht mitzunehmen. Im Moment brauche ich keinen Rost. Und Inventar sieht ja jetzt schon. Ach komm, hier weg damit. Weg damit. Ein bisschen Müll müssen wir schon machen. Die brauchen wir auch nicht. Die brauche ich auch nicht. Die Termiten, die Larven schmeißen auch weg. Die Termiten haben wir auch nicht wirklich Verwendung dafür, außer ich mache mir gerne den Reparaturkleber draus. Und da ist es, gerade Termiten hat man immer so schnell so viele zusammengefarmt. Kann ich nur empfehlen, schnappt die und macht euch den Rüstungsreparaturkleber da draus. Na, es ist ja nicht nur Rüstung. Rüstung, Waffen, etc. Sondern auch mit. Punkte sind immer gut. Dann gehen wir erstmal hier rein. Erst den kleinen. Hey. So, dann müssen wir bald mal ins untere Stockwerk, weil ich sehe gerade, die Nahrung sieht bei mir gerade schon kritisch aus. Und unten wachsen halt ziemlich viele Pilze. Die werden wir uns dann reinsnacken. Weil wir haben halt jetzt auch durch die wenig Nahrung auch Ausdauerprobleme gleich. Wollen dich loswerden, ja. Ist verständlich, wenn jemand nach Hause kommt und alles hier platt macht, dass die mich nicht gerade wollen hier drin, das ist mir schon klar. Mit. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ist mir doch gut bis jetzt vorangekommen. Hätte auch anders ausgehen können. So, dann gehen wir nämlich jetzt erstmal link. Ach nee, warte mal, hier müssen wir noch lang. Nee. Kommen wir noch da runter. Das ist der Gang. Und dann gehen wir jetzt hier nochmal links. Ging's nicht? Okay. Jetzt muss ich mich selbst wieder orientieren. Hier müssen wir jetzt rein, genau. Weil da ist der Ausgang. Da ist der Termitenkönig. Und jetzt haben wir hier nochmal ein paar Gänge. Aber hier sind jetzt überall die Pilze. Das heißt, hier können wir jetzt fleißig pflücken und essen. Klar, bringt das nicht viel. Oh je, ich sehe es noch kommen. Hier drin ist die Wolfi wahrscheinlich. Ich weiß es aber nicht. Bevor da jetzt eine Wolfi rausgesprungen kommt, sollten wir vielleicht erstmal was essen. Die machen wir weg. Brauchen wir nicht mitzuschleppen. Ihr seht schon halt, die Pilze bringen nicht viel.
Mal was trinken. Dann sind wir wenigstens wieder fit. So. Wir nehmen da trotzdem noch mal ein paar Pilze mit. Sicher ist sicher. Das reicht. Dann gucken wir hier unten noch mal. Da liegt der Skep, den nehmen wir natürlich mit. Hier haben wir noch ein paar Splitter, nehmen wir mit. Ja, die Kappe brauchen wir eigentlich nicht. Können wir gleich wieder verschrotten. Ist halt doof, hier drinnen immer die Sachen rauszulesen. Das ist gar nicht mal so einfach. Aber ich glaube, wir haben es. Ja. Jetzt haben wir den Sägespäne-Scap. Den machen wir jetzt auch mal rein. Ihr wollt ja immer ganz gern wissen, wie sieht es dann auch aus. Wir hatten außerdem den noch neu bekommen. Den noch neu bekommen, der. Und Sägespäne ist der hier. Okay. Ja. So, das heißt, hier wieder zurück. Alles mitnehmen. Und dann gehen wir erstmal in die Richtung. Ich habe echt so ein bisschen Bedenken, dass gleich eine Wolfi da drin rumspringt. Hatte ich schon mal hier drin. Ah, es ist ruhig. Also es sind gerade kaum oder keine Termiten mehr hier unterwegs. Klar, beim Boss, da sind noch ein paar kleine drin. Beim König. Ich denke, den nehmen wir auch mit. So, dann geht's jetzt zum Termitenkönig. Perfekt, perfekt, perfekt. Dann nehmen wir den auch noch mit. Wieso habe ich noch eine extra Heilung mitgenommen? Aber das könnte uns sogar alles reichen. So, hier gibt es aber jetzt nochmal ordentlich was am Splitter. Ich will nur gerade mal kurz noch gucken, ob mir die Termitenarbeiter auch gepiept hatten, ja. Weil sonst kriegen wir keine goldene Karte, ist ja klar. Splitter, das gibt Pfeile. Es gibt richtig was an Pfeile. Auch jetzt haben wir sie auch in Gold. Sehr schön. Müssen wir jetzt gucken, dass wir den piepen. Da ist er. Da haben wir ihn. So. Mir wäre jetzt lieber gewesen, erstmal nur die Kleinen zu haben. Weil dann kann man sich voll auf den König konzentrieren. Weil wenn die mir als diesen Slow verpassen, ist halt auch nicht sehr praktisch. Wo bist du denn? Aber wir haben noch Heilung, wir haben noch Zeit und die Hälfte von König haben wir ja schon fast. Schön wäre es, wenn wir da auch gleich Gold kriegen, weil dann bekommen wir den nie wieder.
war es nicht. Hätte ja mal was werden können. Aber guck mal, wir haben jetzt den ganzen Bau ohne Probleme eigentlich abgeräumt. So, dann nehmen wir uns hier noch unseren Chip mit. Ganz wichtig. Und wir räumen den ganzen Kram hier noch aus. Da sind wir hier echt gut vorangekommen. Geil. Das heißt, dann geht es jetzt immer mehr in Richtung Katana. Wir haben jetzt auch nochmal ordentlich saure Brocken bekommen. Und ich glaube sogar, hier im Bau habe ich diesmal nichts vergessen. Wir haben den Scap. Hier ist jetzt noch der Zahn. Und das heißt, rein theoretisch müssten wir hier nur noch rein, wenn man unbedingt Splitter farmen will. Obwohl man die auf der Map auch noch auf anderen Stellen ganz gut farmen kann. Und mit 120 Splittern kommen wir auch erstmal lange, lange klar. Aber dann wäre hier der obere Bau komplett abgeschlossen. Müssten wir halt nur noch mal, was hat er jetzt fortgeschmissen? Weil die Säuredrüsen, die schmeißen wir weg, die wollen wir nicht haben. Die können auch weg. Lieber ein bisschen Platz. Das kann auch weg. Nee, das bleibt da liegen. So. Das heißt, wir müssten eigentlich nur noch unten in den Eingang rein. Ich glaube, da liegt noch ein Punkt drin. Ne? Ich glaube, Zahn war da keiner drin. Bin mir aber da jetzt nicht sicher. Vielleicht machen wir das gerade noch. Gucken wir da nochmal kurz rein, weil dann können wir wirklich sagen, Termitenzone abgeschlossen. Dann haben wir hier überhaupt nichts mehr zu machen. Dann ist nicht mehr das Gesuche mit, wo ist noch der eine Zahn und wo ist dies. Dann haben wir jetzt schon einen Bereich, wo wir fest sagen können, fertig. Hecke zum Beispiel ist noch nicht fertig. Da müssen wir ja nochmal hin, die Zähne holen. Und die obersten Dinger da rauskloppen. Aha. Aber Termitenzone wäre dann abgeschlossen. Den Rucksack haben wir auch. Für die, die es nicht richtig gesehen haben jetzt. Da unten das Blatt. Da geht ihr einmal hier runter. Dann lag ja hier auch noch ein Quarzit. Und wenn ihr dann hier runter geht, auf dieses Moosstück, liegt hier der kleine Rucksack, wo ihr die ersten Glitzerkäfer-Dinger drin habt. So, und jetzt gehen wir noch einmal hier in den Bau, weil dann wäre es abgeschlossen. Hier ist ja nicht viel. Wäre jetzt cool gewesen, wenn wir den König auf Gold gekriegt hätten, aber gut. Heißt, irgendwann müssen wir eh nochmal hier rein und dann ist der König eh kein Problem mehr. Dann geht man rein, haut dem mal schnell eine drauf und dann ist schon wieder fertig. Aber diesmal wirklich sehr gut Splitter gefarmt. Das habe ich nämlich in den letzten Staffeln immer so ein bisschen vernachlässigt. So mit, ah komm, ich nehme nur mal 2, 3 Stück mit, reicht ja. Und dann stand mir irgendwann im Lager, oh, ich hätte doch mal noch den einen oder anderen Pfeil mir herstellen wollen. Und dann ging es nicht. Und auch später, also die Javamatic und so, jetzt gerade für den Dimensionenwechsel dann später, würde ich ja auch ganz gern. Pro Dimension muss man es immer mehr verstärken und optimieren. Und auch für die Splitterfallen brauchen wir ja auch Splitter. Das heißt, es ist gar nicht mal verkehrt, schon mal ein bisschen was dazu haben. Da passt die Geschichte. Ach, da hängst du. So. Termitenbau abgeschlossen. Komplett abgeschlossen. So, mal gucken, aber ich glaube, hier den Kram hatten wir schon. Genau. Ja. Perfekt. Lief ja richtig, richtig gut, die ganze Geschichte. Haben wir nicht ein Bettchen da oben? Also da oben. Gehen wir gerade mal gucken. Und dann würde ich sagen, ja, gehe ich jetzt mal schlafen und dann würde ich offscreen nach Hause laufen. Dann würde ich behaupten, sehen wir uns morgen in der nächsten Folge. Seid so nett, lasst einen Daumen nach oben da, abonnieren, kommentieren. Und dann würde ich sagen, bis dann und tschüss.